in Berlin. Ja, Leute, servus zurück auf Football Boss One. Und ja, heute mal zu einem etwas anderen Video. Wir werden mal wieder reden und diesmal geht's um Streets. Wie gesagt, mein Internet ist nicht so gut, wie ihr wisst, deswegen leckt das auch bei den Streams, beziehungsweise man sieht häufig bei Ultimate Team Streams kaum was, deswegen muss ich dazu auch mal was sagen. Deswegen, ich kann leider nichts dafür, weil das mein Internet nicht schneller ist. Und ja, daher habe ich mir überlegt, erstmal jetzt Karriere-Streams zu machen. Auf jeden Fall, wenn mal wieder Packs zu ziehen sind, wird auch vielleicht mal wieder ein Ultimate Team Stream kommen. Oder mal ein bisschen Squad Battles zocken, einfach mal so aus mit einem Fun-Team oder so. Und ja, Karriere-Streams werden mit Energie Cottbus wahrscheinlich kommen, weil ich mit Cottbus gerade ein bisschen Karrieresucht bin in der zweiten Liga. So Richtung Aufstieg soll das dort gehen. DFB-Pokal weitergekommen, Europa League leider rausgeflogen, unglücklich. Und ja, deswegen erstmal ein bisschen Karriere, ganz entspannt weiterspielen. Ultimate Team ist noch ein Weilchen hin, aber bis irgendwann wird es dann auch die Phase kommen, wo Ultimate Team einfach ja sozusagen so ist, weil es kommt FIFA 20. Deswegen Bundesliga-Saison, alles vorbei. Aber jetzt halt in der Team of the Season-Zeit. Ich mache auch nicht so viele Picks, sagen wir es mal so, Top-Partien und so. Wird auf jeden Fall aber auch als Video kommen. Deswegen, die meisten Ultimate Team Pack-Opening werden jetzt als Video kommen. Und deswegen, ich hoffe, ihr seid mir trotzdem nicht böse. Aber die Karriere-Streams sollen jetzt auch mal wieder ausgepackt werden. Und später wird es dann auch mal Formel 1-Streams geben, weil ich werde mir Formel 1 2019 holen. Wie gesagt, Streams wird jetzt eher Karriere sein statt Ultimate Team. Videos werden auf jeden Fall jetzt auch häufiger kommen. Auch draußen Videos werden jetzt häufiger kommen, weil ich habe schon mit ein paar geredet, die mit einer Update wollen, beziehungsweise auch ein paar aus meiner Klasse. Deswegen denke ich, wird das jetzt ein richtig geiles Jahr. Ich werde auch wieder mehr schneiden, deswegen werde mir auch mehr Zeit nehmen. Deswegen lasse ich Ultimate Team jetzt ein bisschen schleifen, ein bisschen Packs ballern dort. Die ein oder anderen SBCs noch mal ein bisschen Squadbets bei nebenbei am Wochenende oder so zocken. Unter der Woche werden dann halt die Streams, Karrieremodus und so kommen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wenn ihr mich unterstützt wollt, gebt natürlich einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wir haben 88 Abonnenten, mittlerweile 100 wollen wir erreichen dieses Jahr noch. Beziehungsweise bis Sommer hab ich mir das Ziel gesetzt. Und ab Sommer geht es dann wirklich richtig intensiv mit draußen Videos los. Also ich das Wetter momentan sehe, das ist einfach nur geil. Aber wenn dann halt diejenigen keine Zeit haben, mit denen ich aufnehmen will, dann ist es leider auch ein bisschen schade. Aber alleine macht das halt nicht so viel Spaß. Deswegen, also ihr könnt auf jeden Fall richtig gespannt sein. Es wird richtig geil in den nächsten Wochen, auch mit Nils. Aber da will ich nicht so viel verraten. Das aber ich will lieber verraten. Könnt ihr gerne auf Instagram anschreiben, mal sehen, ob er es euch verrät. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Tin fire, I'll leave you burning, burning.